Einen wunderschönen guten Abend. Hoppala, ich bin mit jetzt schon. Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu neuen feinen Livestream auf Austria X. Hallo Luca, mit deinem Caps Lock, was auch immer du machst. Willkommen, willkommen bei neue Partie, neues Glück, AX Reloaded. Und den neuen Stephansplatz. Danke an die Media 42 für dein Follow gerade. Ich glaube, da sind noch ein paar Leute irgendwie noch dazugekommen seit den letzten Streams. Das so, sehe ich gerade. Marleen X92, Daniel 6532, Löwenzahn 123. Die waren beim letzten Mal, glaube ich, noch nicht da. Auch für euch, eure Offline-Follows. Grüße. Grüße, Luca. Und ja, heute wieder die D'Angelo wieder mal unterwegs. Wie jeden Sonntag. Und hast du kein Power Snap? Nein, hab ich nicht. Hab ich nicht. Obwohl ich immer noch sauer bin, dass ich nur ID 2 bin und nicht ID 1. Mit der neuen Rückseite des Stephansdoms. Moin, Feuerwehr 17. Und ja, ich zeige euch da mal ein bisschen rum, weil das Team hat massive Arbeit geleistet. Finde ich irgendwo. Das größte Highlight ist eine Sache. Mein größtes Highlight, weil betrifft meine Hauptfraktion. Ein eigener Stellplatz für den Foodtruck. Der Firma Wiesbauer. Deswegen steht da auch Wiesbauer Gourmet drauf. Das ist der neue Stellplatz des Wiesbauer Foodtrucks mit, dann haltet euch fest, eigenem DJ-Pult, eine kleine Landschaft zum Sitzen, dass die Leute auch essen, trinken können. Ey, wäre das sogar noch mal zu der Shisha-Bar geworden, das wäre, hätte mich hier nochmal abgefeiert. Mit DJ-Pult, damit wir Musik spielen können, etc. Das ist das größte Highlight, was wir hier haben. Aber ich zeige euch da nochmal rum, was Tobi vom AX-Team geleistet hat. Direkt neben uns sieht man noch eine kleine, ja, ich nenne es mal Skaterbereich. Ist auf der Seite, auf der anderen Seite ist ein kleines Café Aida, heißt es ja. Das ist ja da hinten irgendwo. Jetzt fahren wir mal kurz auf die andere Seite, weil, um es euch von der anderen Seite noch zu zeigen, weil jetzt den RTW alleine zu lassen, ist jetzt ungern. Nee. Ich möchte ungern den Ich hab RTW allein lassen. gehört. Ja. Doch, Bye-bye. doch. Ja, aber bei dir ist Gesundheit. es wirklich rausgekommen. Ich hab sie gehört, genau. Und ja. Na, geh auf. Einfach mal kurz auf die andere Seite. Aber bevor wir das machen, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Sollte ich mich auf mein Fahrzeug setzen, dass auch der gewisse Herr Brandstetter 40 oder 40? 40. Verstanden, ne? Leasing 2 im Dienst, freier Funk. So. Ich blicke ja noch rechts. Hoppala. Jetzt ist noch ein bisschen kleine Baustelle. Hier haben sie. Verstanden, Leasing 2. Und auf der Seite haben sie auch ein bisschen was gemacht. Jetzt auch für die FPS-Jobs. Das zählt richtig Ressourcen gerade. Der verfolgt mich auch schon die ganze Zeit. Aber wie man, was die hier gemacht haben, der Adler, eine Bushaltestelle. Die funktioniert sogar mit Wiener Linien. Respekt. So. Fahren wir mal ein bisschen herum. Ah, verdammt, ich muss so tanken. Hat einer den RTW nicht aufgetankt, bevor ich ihn ausgeparkt habe. Hab ich jetzt erst gesehen. Kommt noch Sprit. Kommt noch Sprit drin.
Ach, wir machen Vollpfleger. Wir machen. Naja, von dem Waschen muss er nicht werden. Ich war's nicht, ich hab den nicht eingepackt gestern. Den RTW, den ich immer auswähle, der ist leider gerade kaputt, ein bisschen. Und ja. Mal sehen, was der Abend bringt. Brandstätter ist jetzt. Brandstätter ist jetzt gerade Leitstelle, wie man mitbekommen hat. Wahrscheinlich die Nachtschicht hat vergessen zu tanken wieder. Überlegen, ob wir Leasing auf der Karte überhaupt. Also was hier los ist. Also Brand steht das jetzt als Leitstelle gerade bei der BF. Kann man machen. Simmering 1 war gerade im Mödling, okay. Und ich bin dann Leasing 2. Zwei RTWs, eine Leitstelle. Vier Leute im Dienst. Ja. Und die BF macht Sonnendienst heute. Deswegen sind da auch über 14 da. Den Sammeldienst brauchen wir bei der Rettung. Brunzi, wir brauchen einen Sammeldienst, danke. Weil da kann man auch mal ordentliches AKH-Roleplay machen. Kann man so viele Leute ins AKH stecken. Achso. Das Einzige, was mich halt stört, es ist pink. Ach, das ist Mo. Dann sehe ich doch gleich. So, wollen wir sehen, ob wir mal so hinfahren. Ah, wie hieß es nochmal? Ich war ja, glaube ich, im letzten Stream von vom Klausi, vom Neon Braun. Da haben wir, da war leider AX down gewesen. Weil ich und Klausi haben da reacted auf einen Kölner Rettungssani, der Influencer ist. Die hat eine Probewoche mit der BR. Und da ist eine Sache rausgekommen. Die BR rollt nur. Die ist kaum auf der Wache. Die machen irgendwo zwischendurch mal eine Pause, was zu essen, aber ansonsten rollen die 12 Stunden nur durch. Und so habe ich das jetzt mir auch gesagt. Gut, realistisch, wir sind nur ein Semi-Hardcore-Server, ja. Aber ich glaube, so mache ich zwar, ich will auch nicht die ganze Zeit nur auf der Wache rumsitzen und dann euch nichts zeigen und dann fahren wir halt einfach nur rum, bis ein Einsatz reinkommt, dafür haben wir eine Leitstelle, die mir Einsätze geben kann. Ich
muss halt jetzt einen guten Ort finden, wo man am besten los war. Ja, gut. War eine kurze Woche. Rettungsleitstelle Leasing 2. Sprechen Sie Leasing 2. Hast du irgendwas von einem Einsatz bei 7098? Negativ, kann man. Okay, ich guck mir das mal kurz an. Ich stelle mich kurz auf 4. Ja, um was handelt es sich denn? Na, ich wollte mich nur nähern, weil da noch eine Person stand neben einer am Boden liegenden Person, aber der am Boden liegende Person scheint aber ein Ureinwohner zu sein und keine weitere Person, die ist irgendwie weggeploppt. Na, Frage, wissen Sie, was vor Ort passiert ist? Negativ, ich fuhr, sah vom Weiten halt eine Person auf dem Boden liegen, dann direkt daneben eine stehen, die da daneben stand, ist weggeploppt und der Ureinwohner am Boden liegt da noch, also ich kann da leider nichts machen, also ich weiß auch nichts, was los war. Verstanden, Ende. Wieder als Status 1 unterwegs. Und sie haben den Funk kaputt gemacht, Leitstelle. Sollte gefixt sein. Jo, ist gefixt, danke. Sah ihm komisch aus. Da, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spieler war, der einen Ureinwohner verprügelt hat. Oder ob das der dann einfach ausgelockt ist. Oder halt ein anderer NPC. Weiß ich auch nicht. Oh, Alter. Was zieht mir gerade so viel FPS? Moment, was ist hier los? Was zieht mir gerade sehr, sehr viel FPS? Und dann ja. Ich brauche einen besseren Rechner, weiß man das? Simmerjens, hast du den? Ja, schön. Verstanden, Simmerjens. Nee. Ist beschissen. So kommt man halt schneller auf Autobahn. Der Mitfahrer ist immer rein, steckt nur auf Leasing 1. Leasing 1, Sie fahren zur Wache, nehmen auf, den Praktikanten muss stehen. Leasing 1, okay. Ich bin Leasing 2. Ich bin richtiger Leasing 2. Verdammt! Ich will doch keinen Fakten jetzt mitnehmen. Ja, so verstanden. Ich bin doch kein. Ja, ich bin Rack-Mitglied. Mann, ey. Dachstuhlbrand ist, naja, ich nenne es mal, naja, das ist einer der, ist es nicht sogar einer der schwersten Löscharbeiten, wenn nicht sogar wegen Dachstuhl und so, nicht recht im Sinne, oh, Einwohner, lustig. Rettungsleitstelle außer Dienst. Eieieiei, es kann ja was werden. Ehrlich jetzt? Ein Respekt.
von den Uhren wurde kein Respekt. Muss die auch außer Dienst gehen? Servus Andi. So, Anderle. Wir rollen. Servus, Servus Andi, Servus Brutzen. So. Servus. Check. Ja, hörbar. Ja, der RKK1 ist wieder Status 1 in Wiener Neustadt. Ja, so mit hast du Sef? Status Sef, ja, warum? Ah, wollte ich nur wissen, weil sonst hättest du bei mir rauf müssen. Passt, danke. Nee, alles gut, die hab ich schon seit, warte, 4 Tagen, glaube ich, jetzt. Ja, hab ich so mit, danke. Naja, das Haus ist komplett erstmal nicht bewohnbar. Aufgrund, wenn es da oben brennt. Das hatte meine Cousine auch mal bei sich zu Hause. Hat ein paar Stockwerke über sie gebrannt und ihre Wohnung ein paar Stockwerke drunter war nicht mehr bewohnbar, weil das ganze Wasser und Schaum halt durch den Dachstuhlbrand halt runtergeflossen ist. Und dadurch halt auch ihre Wohnung nicht mehr bewohnbar war. Bis es dann renoviert worden ist. Ich bin noch hier aktuell auf dem Server los. 53. Maschti fährt bei mir mit. Ramirez hat eine Sef. Andi ist nicht da. Bin. BF ist auch schon im Sammeldienst, also 15, das wird ja immer mehr bei der BF. Warum gehst du als Leitsteller außer Dienst? Ach, Nahrungsaufnahme. Nahrungsaufnahme kann man auch nebenbei machen. Aber guck dir das jetzt mal an, das ist auch... Ah! Das ist Pfui! Hör auf, Hunde zu bespaßen!
Die sind, das sind Tiere, keine Menschen. Warum brauchst du eine Stunde zum Essen? Und kurz mit dem Hund Gassi, das ist kein, warum braucht man keine Stunde? Falls du dich wunderst, wieso ich so immer, warum ich nur unterwegs bin, es bringt nichts auf der Wache rumzusitzen, da fährt man lieber rum. Haben wir ein bisschen was zu tun. Ja, ich verstehe sehr. Aber kurz hier stehen bleiben. Auch wenn das Ufo zu hat. Kannst du hier schauen, Mann. Noch kurz eine E-Mail schauen, Mann. Ja, alles gut. Gassi braucht 45 Minuten, wann braucht Gassi 45 Minuten und warum gehen meine FPS von der CPU gerade so weit runter? Hallo? 30 FPS, was soll das? Das ist auch ein echt großer und ja, was ist denn jetzt los? Ja, das kommt ja doch verdienst, ja. Ich glaube, das ist eher was für ein Ramirez. Fahrt ihr an oder soll ich anfahren den letzten? 10:85 ist Wiener Neustadt, das ist ja dein Gebiet. Ja, ich bin schon unterwegs. Ich fahr doch jetzt nicht hoch, wenn einer ist. Ja, ist auch nicht mehr. Ja, wenn er gerade eh. Nee, er fährt schon, er fährt schon. Er ist schon auf Anfahrt. Aber alle mitteilen, ich glaube nicht, das meine ich. Ich glaube, das macht er sich selbst. Oder so. Ramirez, alarmierst du dich selber? Ja, bitte! Ich glaube ja, dass er es tut. Ich glaube ja, er limitiert sich gerade selber. Ja, hat er geändert, gut. Ja, hat er sich selbst alarmiert. Ja, ich bin unterwegs. Ach, selber alarmiert. Perfekt. Ah, ich habe doch nur so wenig offen. Ich hab doch, ah. Ich will's nicht verstehen. Müsstest du auch gemäß AAO. Ja, mich nach vor. Du, weil sie so ein Personalding ist ein bisschen scheiße, wenn man nur zwei RTWs hat. Müsste ich gemäß AAO und wegen meiner wegen meinem NKV, das ist so richtig. Aber beim massiven Personalmangel. Bei drei Leuten im Dienst. Und darunter zwei RTWs. Ich glaube nicht, dass ich dann fahren sollte. Weil jetzt fahre ich hoch und dann auf einmal kommen die Einsätze unten rein. Hm, schön. Dann verrecken die uns sind alle notfallmedizinisch. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Das Gesetz des Schwächeren. Ja, lauf mal mit Mond.
euch zur Info einmal Reanimation. Lange. Ich hasse es. Ich hasse immer Probleme mit OBS. Weißt du das vielleicht? Kann man als Praktikant schon den Self machen oder muss man dafür erst retroxanisiert sein? Nee, man kann schon die Self machen, wenn du Freigabe hast. Ich glaube, nach 7 Tagen kannst du Self machen, wenn dir das Kommando das Go gibt. Das heißt, du musst nochmal beim Kommando nachfragen. Genau. Aber du musst nur warten, bis er auf dem Kommando mal da ist. Und dann gehst du einfach direkt zum Andreas Brandy, der ist Chef von ÖMTC und ist auch bei uns, also von daher. Der kann es direkt abnehmen. Okay, also zu wem nochmal? Andreas Brandy ist der Bruder vom Kommandanten und der, und der Eigentümer vom M-Touch. Passt. Ist gut. Kenn mich aus. Ich weiß, dass das laufende Reha heißt. Ich hab's ja nicht gesagt, das war gerade. Reanimation, ey. Laufende Reha ist immer. So, und warum habe ich schon wieder so viele FPS-Drops, ey? Nee. Ich habe schon so weit runtergedreht, ich kapier's nicht. Oh. Ah, okay. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen was unterdrehen. Sehr hohen Dinger, aber es kann ja nicht sein, dass ich so extreme FPS-Drops habe. Ja, das kann ich auch hochlassen. Das ist ja auch schon. Kurze Frage: Wäre ein NKI oder so verfügbar bezüglich Medikamente? NKI und Medikamente? Nein. Für Medikamente brauchst du einen Notarzt. Ein NKI ist nur für Intubation und Beatmung und dafür braucht er schon einen Notarzt. Das Einzige, was womit ich dienen kann als NKV, ist Venenzugänge stechen. Du hast auch gar keine Medikamente gegeben als NKV? Nicht direkt. Also es gibt ein paar Sachen, die ich geben kann, aber. Das, was er wohl meint, sind Sachen, die wohl nur Notarzt, also wirklich Tabletten so, da ich darf nur Paracetamol geben. Tablettenform. Ja, aber was dürftest du jetzt geben? Oh, das ist eine lange Liste, warte mal. Ich kenne die noch nicht aber so ganz auswendig. Klassiker, Adrenalin, Amiodarone, der ganze. Ja, Adrenalin, genau, Adrenalin zum Beispiel, das kann ich verabreichen, ja. Ja, ich glaube, das hat er nämlich bei, weil wenn er gerade. Ja, aber wenn ein NKI nachfragt, das bin ja nicht ich, der NKI ist ja. Gut, der NKI kommt nach mir, aber. Ja, das, ja, keine Ahnung. Ich wüsste doch, was für Medikamente braucht. 85. Was sind das schon wieder? Ach du Scheiße. Oh nee, wenn ich das schon sehe, wo er ist. Leuchte. Ganz weit weg. Ganz weit weg. Donauufer, Autobahn. Da, wo der Steg ist. Bei 1106. Ach, 1106. Kommen die auf 86? Egal. Naja, KK1, Lösung 2. Was gibt's denn? Ja, für dich zur Info einmal Rosk. Wir brauchen nichts weiter. Geht gleich einmal ins Krankenhaus. Ah, Person Rosk, passt. Ja, Leasing 2 somit. So, jetzt habe ich es auf exklusiv gestellt. So. Das ist jetzt zumindest ein bisschen hochgegangen. Ging es jetzt auf exklusiv. Ja, Bildwiederholung, Bild vom Auto, Langstand, das habe ich schon ausgeschaltet.
Weil ich nicht was anderes mache. Magst du gleich durchfunken, dass wir kurz statt 6 sind? Ich muss kurz was machen. Ich werde wahrscheinlich kurz ein Powernap machen müssen. Laufende Wechsel. Ah, Mann. Ah, ich hasse es, wenn da irgendwie meine FPS-Drops sind, ey. Ich hasse es immer wieder. Ah. Was? Ach so. Damit ich jetzt diese Five. Guten Abend, Chris. Servus, dauert einen kleinen Moment, ich muss mich kurz reconnecten. Ja, ich hab. Und jetzt für den Ex-Luca, ja, jetzt bin ich nicht mehr die 2. Jetzt bin ich wahrscheinlich 200 irgendwas. Ja, halt dich. Wasser. Immer schön viel Wasser trinken, liebe Leute. Nee, oh, Flasche taufen. Das dauert jetzt aber einen kleinen Moment. Wer ist denn der Pflasterwagenfahrer? Ich weiß jetzt nicht, wer damit gemeint ist, tatsächlich. Achso, Schwester Klausi, nein. Der Kollege Klausi Zaric ist aktuell im echten Umzugsstress. Somit fällt er erst so eine Zeit lang aus. Also, der hat sich abgemeldet noch ungefähr eine Woche. Also keine Chance auf 10-9. Nein. Also nicht geplant. Also, als Gonzi-Dienst kommt schon. So. So. Warte, Button. So, da bin ich wieder. So. Das ist die CPU-Auslastung auch noch, oder? Leasing 2 wieder voll einsatzbereit, Status 1. Ja, wir rollen mal wieder. Mal still. Das ist der im Kopf. Naja. Also wenn Gonzi im Dienst ist oder Lenny, könnte man da C9 machen, weil das sind Piloten. Also falls einer kommt. Ups. Jo, ich denke mal, wir setzen wieder ein bisschen auf. Wir fahren mal ein bisschen wieder. Ja, wir fahren erstmal weiter. Achso, verdammt. Ach, verdammt, ich muss mich noch mal kurz um die Trage kümmern. Warte mal kurz. Ah! Meine Trage ist ja jetzt durch meinen Powernap ein bisschen doof. So, jetzt ist sie wieder. So. Also sonst, irgendwie, keine Ahnung. Ja, also diese Trage ist immer entspannt.
einfach keinen Arbeitsunfall daraus machen, also. Ich weiß auch noch nicht mal, was ABM bedeutet. Ich habe ja schon nachgeschaut, es gibt ja keinen neuen Einsatz, nur der, wo jetzt gerade der andere ist. Jetzt verschieben wir es nochmal. Ah, stimmt. Stimmt. Mhm. Okay. 170 habe ich bekommen, okay. Und zwar auf 170. Hm. Sicher jetzt erst. Ich frage mich, wo aber halt die ganzen Leute sind überhaupt gerade. Feuerwehr vermutlich. Ja, ja, Leute. Ja, okay, die Feuerwehr hat, glaube ich, heute den Sonderdienst, so wie das aussieht. Also ich rede jetzt von den Zivilisten und nicht vom Blaulichtkollegen. Das ist eine gute Frage. Liebes AX-Team, falls einer zuschaut, wenn ihr schon im F11 die Polizei rausnimmt, dass man nicht metert. Das Problem ist halt, wenn die Pol im Dienst ist, öffnet sich das ja. Nur so zur Info. Also, liebes AX-Team, ich glaube, das solltet ihr ändern aus Meterschutzgründen. Nur als Tipp. Ist mir halt ein bisschen aufgefallen. Ja, schön, zwei Autos, das ist auch nix. Dieses Bohr ist gerade keiner da. Okay. Das Stream ein bisschen flüssiger. Ist keine Polizei da? Was ist denn da los? Hab ich auch bemerkt, dass keine Pol da ist. In der Leitstelle sehe ich es jetzt auch, dass die auf Rot sind. Alle anderen sind da.
BF. Was ist da los? Das wundert mich auch. Ey, was ist hier los? Ist da gerade ein Ureinwohner in einen Ureinwohner reingefahren? Ich will's gar nicht wissen. Oida! Status 1 an der Einsatzstelle. War bloß eine Hypoglykämie, welche wir im Nachhinein festgestellt hatten. Kommen. Hä? Warte mal, was? An der Einsatzstelle belassen? Ich hätte da fragt gar nichts. Okay, zu niedriger Blutzucker. Also verhungert. In einem etwas kritischen Punkt. Den hätte ich trotzdem in die LKH-Mödlinge. Egal, das ist seine Entscheidung. Ist nicht. So, eigentlich, ja. Scheiße, ich bin Rack. Ich muss bedenken, ich bin Rack. RKK 1, Leasing 2. Ich muss mal kurz als RAK-Mitglied einschreiten. Bitte Person ins LKH Mödling bringen. Wenn die Person reha-pflichtig war, auch wenn es eine Hyperglykämie ist, bitte einmal zum Nachchecken LKH Mödling. Danke. Ja, so verstanden. Es ist aber alles abgeklärt worden mit den netten Obrigkeiten. Welchen Obrigkeiten? Da war jemand, denke ich mal, vom Bürgermeisteramt mit. Die hatte gesagt, es ist nichts Schlimmes passiert. Sie hat eigentlich gedacht, dass wir nicht alarmiert wurden. Das bedeutet, da waren Personen mit so schönen Austria Escort-Westen dabei? Ja. Die hatte gesagt, einfach das schnelle RP durchziehen und die dann gehen lassen. Ja, Leasing 2 so mit. Danke für die Info. Aller Hashtag Patient notfallmäßig hochholen, Patient gehen lassen, hat sie auch geschrieben. Das haben alle mitbekommen von der FF sowie auch BF, die mit dort vor Ort waren. Entscheidung Regierung, somit danke. Ja. Ich hatte einen leichten Herzinfarkt. Da hatte ich wirklich einen leichten Herz. Wir haben auch gedacht, an Rosk? Ja, wenn die Regierung das chemischen Verhalten nicht ins Krankenhaus. Ich habe mich gerade selber erschrocken, aber okay, wenn da irgendeiner in der Escort-Jacke da ist, dann habe ich da nichts zu sagen. Die stehen über den Kommandanten. Obwohl Kommandant die selber trägt. Ja, das ist ja wieder was anderes. Bin ja gleich wieder. Ja, aber Brandschilder, das ist ein Regierungsfall, haben sie draus gemacht. Hä? Also, du bist ein Mitglied der RAK? Ja. Entspannt. Tatsächlich ja. Hm? Stopp, was ist denn hier Stopp? Stopp, Vorfahrt geändert. Hä? Ach, da ist es Stopp! Hä? Warum steht da einfach plötzlich ein Stoppschild? Hä? Ja, da war ein Stoppschild, Vorfahrt geändert. Ja, das beste Schild finde ich ist. Oben, ne, unten, in der Nähe von der Nationalbank. Oder von der Tankstelle runter fast Richtung Stephansplatz. Kommt an einer Ampel an. Also. Kommt an einer Ampel an Anfahrt an einen Herzschild. Ein- und aus. Einfahrt verboten, Ausfahrt verboten. Ich glaube, du weißt, dass ich mir das. Einfahrt und Ausfahrt frei halten, meinst du?
Nein, das runde Schild, roter Kreis, innen weiß. Da keiner rein oder rausfahren darf. Ach so, Einbahnstraße. Rechts in die falsche Richtung. An der Kreuzung. Das ist das, wo falsche Richtung in die Einbahnstraße. Wahrscheinlich. Der schöne weiße Balken. Nicht Einbahnstraße, falsche Richtung. Es ist sowohl rein und raus nicht. Ich könnte es mal markieren, wenn du willst. Ja, markier mal. Ich bin da. Ich roll dich aber ganz schön schnell. Warte mal, das ist jemand von AX Media da, das ist neu. Mit Ewigkeiten. Also, da gleich links rum. Es steht zwar so in die falsche Richtung, aber genau das ging es da von uns. Ah, warte mal. Schau mal kurz das hier. Genau. Ach so, das Ding! Das ist doch super, oder? Ja. Es darf keiner in die Kreuzung rein oder raus von der Seite. Es darf auch keiner irgendwie rüberfahren. Ich hab Blaulicht, ich hab Sonderrechte. Ah, das ist wieder was anderes. Das finde ich halt sehr witzig. Das hat überhaupt keinen Sinn, sag ich aber. Ja, ich dachte, du meinst dieses Schild da, was ich gerade so zuvor. Du meinst das hier? Nee, das verstehe ich ja noch. Das ist ja einfach verboten. Mir fällt gerade der Name vom anderen immer nicht an. Durchfahrt verboten. Durchfahrt verboten. Nein, auch nicht. Du darfst dir da auch nicht zufahren. Zufahren, Durchfahrt. Komplett verboten. Verboten heißt das einfach. Verboten! Einfach nur verboten. Verboten, okay. Wir nennen es einfach verboten. Ich weiß, das Schild jetzt auch nicht mehr auswendig. Auf die Schnelle. Bleibst du kurz am im RTW? Ich bin gleich wieder da, ich muss kurz da rein. Ich bleib kurz im RTW, ja. So, hat Gründe.
Ging auch schnell, bin auch schon fertig. Ja. Das ist Ramirez gerade sein, ja. Schalalalalalalala. Hä? Bist du aus Versehen auf die Sirene gekommen? Ja, sorry. Ist so, hä, warum geht auf die Sirene los? Alter, weg da. Ey. Er hat nicht Platz gemacht. Die Anwohner sind super. Total. Das ist das Problem, wenn ich mal schön mit meiner Stimme rumspiele, im Auto sitze. Das ist dieselbe. Ja, ich mach da manchmal ganz schöne Musik. Ich will mal kurz was gucken. Hier war früher mal direkt hier neben. Hier ist ja AX Media. Neben AX Media war mal. Eine, ja, ich nehme jetzt einfach die Einfahrt, das ist so. Hier dieser Lucky Burgers, der hat Döner verkauft. Ich will mal gucken, ob der überhaupt noch Döner verkauft. Hier hast du mal Döner, also ganz früh Döner bekommen. Ich will mal gucken. Ja. Ich schaue, dass man die Spotify-App nicht mehr bekommen kann. Nicht mehr? Ist die abgeschafft worden? Wenn man sie noch oben hat, hat man sie, aber man kann sie nicht mehr downloaden. Hm. Nee, anscheinend nicht. Nö. Schade, in der alten Stadt gab's ja Döner. Ja. Aber den Taschenladen finde ich super, wenn ich jetzt oben verschiedene Taschen bekommen kannst. Ja, die Firma Wiesbauer hat 4 davon. 4 Taschen. Okay, da war ich. Okay. Also, war, da gab's intern. Handtasche, eine Sporttasche und einen Aktenkoffer. Eine große Klettertasche für den Rücken zum Kaufen. Und die Aktentasche. Die Aktentasche, genau. Dieses Pink, ey, versteh's nicht. Warum musste man das Pink machen? Doch rosa. Aber es ist jetzt mittlerweile, es ist schon ein bisschen dunkler, oder? Ja. Ein Ticken, es ist um die Hälfte runter. Das Pink ist schon, es ist immer noch viel zu hell. Ja, da macht der Hermes noch einen Unfall, überschlägt sich hier noch. Gut, bringt uns ein bisschen Arbeit, aber. Ja, der richtige praktische Vorteil ist, als der bringt uns wirklich Arbeit. Hey, da vorne ist eine Straßensperre. Naja, nur kurz. Bisschen vor. Ja, ist nur die Asphynak. Ist nur dieses Magistrat, der machen wir sauber. Machen sauber. Machen wir gut. Puh. Ach so, wegen seinen rosa Autos, ja, stimmt, könnte sein. Das ist Saschas Idee, war.
Tobi hat die Idee nur verwirklicht. Schade, dass das hier nicht auffahrt. Ich würde es feiern, wenn das aufmachen würde. Ups. Ach ja. Ich finde es ja auch geil, dass man von hier aus den Schifffahrtsturm überhaupt schon sehen kann. Kann sein, dass ich in der nächsten halben Stunde so für ein, zwei Minütchen kurz weg muss. Ja, alles gut, alles gut. Cool, dass du im Vorhinein schon Bescheid weißt. Ja, ich fahre gerade Richtung Wache erstmal. Siebenundfünfzig und keine Polizei. Dafür sehr, 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 sehr viel Berufsfeuerwehr. Okay, warum zieht jetzt gerade 8,1 CPU? Tja, das ist natürlich doof, dass dann kein Villa möglich ist. Ah, ich mache ja gerade Streifenfahrt. So. Pause versetzen. Außenraum. Rettungsstreife gefahren tatsächlich.
Jetzt heißt es wieder abwarten, Tee trinken und irgendwie ist irgendwas passiert. Hui, es geht los. Och nee. Einsatzalarm. RD30 Verletzungen, verletzte Person am Autodrom, Verletzungen unbekannt, Postleitzahl 8001, es rücken aus, LSG2. Was ist denn da? Alles gut? Ja, Einsatz. Oh, na klasse. Ey, wir müssen auch mal fahren. Ich muss auch mal fahren. Was haben wir noch? Achso, Verletzungen. Was am Autodrom? Was ist denn das? Das ist der Autoscooter. Heißt hier nur Autodrom. Und dann. Hui. Ja, der Prater. Sorry, dass kurz ein bisschen alles war. Ja, alles gut. Passiert eh mal. Was haben wir denn überhaupt? Ja, eine verletzte Person am Autodrom war die Meldung. Keine Verletzungen mitgezollt. Alles klar. Ich glaube, also eine Schnittwunde, Prellungen etc. Ja. Schauen wir mal, was wir haben. Ich warte, ich sag's doch. Ja, nee, ich hab's schon gesehen, alles gut. Das ist was für ein RKK, das ist immer anders. Ich hab nur geschaut, ob's für mich war. Nochmal. Nee. Das wurde auch schon erschienen. Das ist das Autodrom da rechts. Oh, Einwohner weg da. Sind ganz, ganz viele Leute, also ich vermute, ich weiß, wo die ganzen Leute waren. Müssen die EKG auch mitnehmen? Ich glaube bei Verletzungen jetzt nicht unbedingt. Passt. Ja, ich. Ich nehme aber schon mal die Trage mit. Passt. Wenn sie funktionieren würde. Da! Ja. Da ist er ja. Und die Leute spielen trotzdem weiter. Natürlich. Ah, natürlich kommt die verletzte Person zu uns und nicht wir zu denen. Okay, passt. Warum nicht? Okay, das ist komisch. Servus. Let's go. Ich glaube, sie sind kaputt. Ja. Sehr dumm. Würde ich ja mal empfehlen. Sie setzen sich einmal auf die Trage. Ah, wunderbar. Können wir uns das aber ansehen. Was ist denn passiert da? Ja, ich wollte gerade einsteigen ins Auto drum und ist mir einfach reingefahren.
Grüße. Okay. Haben Sie jetzt irgendwo Schmerzen? Ah, ich habe meine Hand und meine Füße von meine Füße. Der ist mir richtig meine Füße nicht gefallen. Da bin ich auf meine Hand gefallen. Aber da hinten sitzt mich nur her, der verletzt ist. Da hinter dem Anstempel. Den sieht man gerade nicht. Ich meine, normofrequente Frequenz und Radialis. Okay. Ja. So, ich gehe mal kurz rüber. Ich muss aber schon einen Blutdruck bei Ihnen. Okay. Der Handbruch ist nicht viel tot. Wo ist jetzt noch wer verletzt? Wo ist er? Die Person, die da hinten sitzt? Oder wie? Der Herr? Da hinten, der am Boden sitzt, ja genau. Ich geh mal zu dem. Schaust du noch hinten? Ja. Lass mal den Praktikus alleine. Servus. Hallo. Also von zwei Personen war aber nicht die Rede beim Einsatz. Egal. Ja, das entstand auch gerade jetzt erst in der letzten Minute. Geringfügiger Kratzer. Wurde vom Autodrom erwischt. Boah, kein Schalletzer. So. So. Also, ein bisschen da, ein bisschen hier. Also, wie fühlt sich jetzt gerade bei Ihnen an? Es geht eigentlich nur ein bisschen Knieschmerzen. Ja, es scheint nur eine kleine minimale Prellung zu sein. Sage ich jetzt mal nicht, dass wir jetzt da unbedingt ins AK haben müssen, also. Kleine bisschen Schürfwunden gehabt am Arm und am Bein, aber ansonsten ist eigentlich geht's ihnen gut, würde ich sagen. Da hat der Ding einen Kollegen haben auf meiner Trage schlimmer erwischt. Alter, den habe ich unabsichtlich angefahren. Den hat's schlimmer erwischt. Ja, ich weiß. Gut. Sie können aufstehen, ich versuche mal zu helfen. Ja. Ich glaube, laufen können sie, oder? Geht's? Jawohl. Wunderbar. So, gut. Ich lasse sie hier. AKH mit begleiten, also mit meinem Auto, damit ich ihn wiederholen kann. Naja, dass die mit dem Auto hinterherfahren, ja, das auf jeden Fall. Genau. Also mitnehmen im RTW kann ich es nicht, weil wir sind schon so zweit drin. Ist ein bisschen doof. Und gute Nacht! Respekt! Schön! Bin schon wieder da, hallo. Achso! Wollte gerade meinen, gute Nacht. Ja, fahren Sie mit dem RTW hinterher, wir nehmen Ihren Kollegen dann mit und können Sie noch da abholen. Ich fahre mit dem RTW hinterher, aber ich fahre mit meinem Privatauto hinterher. Sage ich ja, Sie fahren mit Ihrem Privatwagen hinterher. Ja, das ist ja beim ersten gesagt, ich fahre mit dem RTW hinterher. Ja, Sie fahren dem hier RTW hinterher. Okay. Grüße, Herr Doktor. Grüße. So geil, dass ich einen Doktortitel habe. So, ich muss mich um den anderen kümmern noch. Jo. Was ist mit dem? Haben Sie welche Allergien auf Medikamente? Na, dass ich wüsste. Vor Erkrankungen bekannt. Auch nicht. Und irgendwelche Medikamente, die sie regelmäßig nehmen? Ebenfalls nicht. Was? Gut. Beine mit 2.10 Beschwerdskala, Arm 4 von 10. Keine Auffälligkeiten. Ja, Armer AKH, tiefe Schnittwunde, rechts im Arm. Rechts? Genau. Falsch. Linker Arm, Entschuldigung. Tiefe Schnittwunde, linker Arm. Auf jeden Fall AKH, das muss genäht werden. Was für Schaden beim anderen aus? Der andere, nur ein paar Schürfwunden, den können wir vor Ort belassen. Alles der fährt uns sogar hinterher, weil er den Handy noch abholen möchte. Er kennt die Psychiatrie ja gewesen. Beruhig dich mal, beruhig dich. Nee, dafür ist leider kein Arzt da, um das leider zu diagnostizieren. Arrow, vielen Dank für den Follow, danke, ich willkommen. Ich wollte gerade über den Busch springen, das wäre keine gute Idee gewesen. Naja, werden sie nass werden. Also die Zukunft der Kette gewesen, hängst es. Ja, weil er wird dann nass, wenn er schwimmen will hier, ist auch krass. Jetzt gehen die rein da, meine Güte. So, fragt die aber Voranmeldung. Ja, mach ich doch, warte. So, warte, bis du drin sitzt, dass ich anschauen kann, glaube ich. Jawohl. So, für den Herrn auf Vertrage. Nichts essen, nichts trinken, kein Muskel betätigen, einfach nur die Fahrt genießen. Ja, das weiß ich schon, danke, wie letztes Mal schon gemacht, das war nicht so lustig. Ja, sonst landen sie draußen, das ist auch ein bisschen doof. Genau. Der Leasing 2 mit einer Voranmeldung fürs AKH. Tiefe Schnittwunde linker Arm sowie Prellungen an den Beinen. Ankunftszeit fehlt noch. Ankunftszeit 2 Minuten. Vielen Dank. Das
Alter. Ich nehme die Autobahn. Wenn sie irgendwas während der Fahrt verändern sollte, von dem Zustand auch sofort Bescheid geben. Ja. Ich glaube, dem muss ich noch mal was beibringen. Magst du? Ich bring mal den Patienten einmal zur Not oder zur Schwester. Magst du einmal zu dem hingehen und sagen, er soll bitte unten parken? Jo, mach ich. Ja, ich möchte, glaube ich, der RKK1 ist nicht da, wenn ich mal anrufe. Der Herr Ertl kann's parken wieder nicht, oder was? Bitte was? Kann der Herr Ertl's parken mal wieder nicht? Ja, hier sollte aber nicht, hier soll ja. Dieses Kiewerer, was? Sie wissen es, das ist ja. Er ist ein Kiewerer? Das ist mir egal. Er ist Kiewerer. Das ist mir so egal. Notaufnahme da, mit dir nichts zu stehen. Ja, wir wollten sagen, wir müssen eigentlich wissen, überbacken dürfen, wo nicht. Genau. Die Schwester Rabiata wartet schon auf Sie. Ich wünsche gute Besserung. Danke. Wiederschauen. Wiederschauen. Ja, mir ist scheißegal mit dieser Sache. Hat doch gerade Kleidung? Nein. So. Das ist mir so egal, ob sie ein Kiewerer sind oder nicht. Das ist eine Notaufnahme. Sieht es eine Notaufnahme? Schaust du kurz, wegen einem anderen Rucker, ob in der RKK1 jetzt macht oder ob der auch noch für uns jetzt ist, weil da ist, glaube ich, immer noch offen. Den schicke ich da jetzt hin. Ich schicke ihn da jetzt einfach hin. Ja, mach das. Schau mal, ob was bringt. Setzen wir schon mal ran. Wenn er selbst sich nicht disponiert, ich hatte einen Einsatz gehabt, also. Ich disponiere, also ich bin Disponent, also. Warum? Hallo? Ich will einsteigen. Warum kann ich nicht in mein eigenes Fahrzeug einsteigen? Kannst du Max kurz aussteigen? Ja, warte. So. Jetzt. Hä? Okay, jetzt ist einsteigen. Alles klar. Perfekt. Jetzt wird er los. Ich habe mich schon gewundert, warum fährt er nicht los? Warum fährt er nicht? Haben wir es geschafft, muss ich schon sagen. 99,33 wird storniert. Der Herr, der aus der Scheibe geflogen ist. RKK1, Leasing 2. Einsatz Storno. Ja, so verstanden, bin vor Ort. Einsatz Storno.
Schöner Storno. Jetzt steigt aus. Trage, warum bist du so kaputt heute? Müsstest du jetzt eigentlich nochmal zum Café vorbeischauen, oder sind wir jetzt wieder da? Uwo? Ja. Also der Wiesbauer ist auch da. Ich geh mal erstmal zum Wiesbauer. Ja, ist der lieber was. Ich frage, ob der Wiesbauer da ist oder drüben am... Ja, die haben ein paar interne Regelungen. Hast? Na, ich glaube, bei nur einer Person sollten die eigentlich die Filiale machen. Du, ich würde nur ganz schnell beim Auto bleiben und eine Powernap machen können. Ja, mach das. So, Privileg, dass ich nur als Wiesbauer Eigentümer habe. Ich mache einfach die scheiß Tür auf. Das ist Roleplay, dass ich den Generalschlüssel nutze. Wo ist er? Nicht da. Jetzt habe ich das auch wieder runtergedreht. Sag mal, wo hast du dich versteckt? Im Foodtruck putzen und tanken. Ach, tanken, Foodtruck putzen, natürlich. Soll ja gut aussehen, einfach nur für die Feuerwehr. Es geht hier nur um die Feuerwehr. Nicht um einen Schönheitskontest. Hast du zufällig die Postleitzahl für mich? Schreibe ich dir per SMS durch. Okay, weil ich die nämlich nicht auswendig kenne. Ja, ich schreibe dir die einmal per SMS. Weil ich dachte so, passt ja. Aber gut, ich schreib's dir durch. Passt. Danke. Sogar selber googeln. 93. Der Herr Müller ist gerade putzen, das Foodtruck.
mal, wer im UWU ist. Das geht ja fast. So, bin ich wieder einfach am Fahrzeug. Jo. Oh, ne, hat auf jeden Fall geholfen. Feuerwehrwache. Bam. Geht's Yoga oder was? Dienstsport beim UWU, alles klar. Warum nicht? Mach mal Rebecca. Können wir es machen, wenn's wollen. Rebecca, was ist mit dem So kann man sie es auch gemütlich machen? Das denke ich mir auch. Irgendwie. Ach du grüne Neune, der Morningstar. Hm? Ich sehe doch schon den Morningstar. Ich sehe mich auch. Und ein Trend. Ja, also. Mit dem verkehrt, hat der gesoffen oder so. Also. Was hat der genommen? Also dafür, dass wir heute einen Sammeldienst haben, ist echt gar nichts los. Alkoholleichen sind im Dienst verboten. Alkoholleichen sind im Dienst verboten. Da müssen wir ja. Eben aber das Problem ist halt, die Feuerwehr hat nichts zu tun, die Rettung hat nichts zu tun und die Pool ist gar nicht da. Oh wow. Die Pool ist gar nicht da. Unser Haupteinsatzgeber ist die Polizei. Ja, und die sind gar nicht da. Aber wieso sind die nicht da? Das kann ich euch auch nicht sagen. Ich weiß halt nur, wir sind da, ihr seid die. Verbrecherfest oder wie? Nee, der Lost MC. Ab! Na, das mit Selbstjustiz, hä? Und statt Schüssen spritzt man's nieder, oder wie? Ja, mit Fender der Panzer. Also, mit Fender der Panzer. Ja, und wir mit unseren Wurstwerfer. Ja. Und mit WD-40. Warum WD-40? Damit rutschen sie nur aus. Ja, das sind dahinter. Sie rutschen auf dem WD-40 aus und werden dann im Wasserwerfer ertrinken. Oh, ja, ist auch eine Idee. Ich kann doch gleich geschält mit dem Wasserwerfer ziehen, dann wird's ja, günstiger. Ja, Knopflegen dann niederspritzen. Ich wäre aber langweilig. So, jetzt ist die gesamte Rettung hier und ich glaube auch die gesamte BF gerade hier vor Ort. Na, der ist nicht. Der kann ja alles auch. Los. Oder zumindest die Gesicht hinter. Warum der hat sich der Schuhkopf da hingelegt? Deprimiert, lass mir. Was ist der? Deprimiert? Immerhin. Ich bin müde. Biert! Lieber. Den hat's erwischt. Wer hat Probleme? Oh. Ja, positiv. Einer von euch ohne Laber drüben? Auch nicht schlecht. Das ist der Maurer, der muss seine Lampe sonnen. Rundumbräunung, ja. Verstanden. Also mal. Wenn er so in den Angriff geht, dann hat er auch eine Rundumbräunung. Oh ja. Ein klein mehr als eine Rundumbräunung. Von innen und von außen. Eigentlich könnten wir jetzt Status 2 drücken, wenn wir eh schon in unserer Zweitwoche sind. Dann so, ja. Zweitwache UWU. Zweitwoche Kettkaffee. Was ist mit dir los? Katzen-Spezialeinheit. Hallo? Also, die Angelo, komm mal mit, ich zeig dir unsere Garage. Wir haben tatsächlich sogar Stellplatz hinten, hinterm Kettkopf. Was machen eigentlich deine Jungs da mit den Mädels? Ich hab keine Ahnung. Das ist der Maurer. Der chargert, der darf machen, was er will. Ja, was ist er? Ich weiß schon, wo ich in das KLE fingstet ist. Da passt das GLE vorbei. Was? Hier rechts sind die Angelo.
Ach du Scheiße. Das ist unsere BF2. Da baut ihr aber kein Haar. Also von. Ach du Scheiße! Passt ein Gelift rein. Haarlift passt nicht. Ich werd mal kurz. Ich glaube. Ja. Moment, was? Hier könnten wir den Rathaus machen. Soll das der RKK sein, bewusstloser? Der RKK da bitte. Jo, mach nicht. Passt, ich schick dich los. Fahr schon mal zum Auto. Warum geht das Tor einfach auf? Ist das nicht verschließbar? Okay. Was zur Hölle? Ja, keine Ahnung. Dienststelle Uwe von der BF, passt. BF Wache Uwe. Das Ding möchte keiner sehen. Im Moment möchte es keiner sehen, weil es Kalib ausschaut wie hingerotzt. Wunderbar, jawohl. Also, die Katzen Ich dachte, das sind die BF-Suchkatzen. Das sind die BF-Suchkatzen hier. Seit einer halben Stunde. Das ist unser Geschenk vom Jäger mitkrieg. Nein, also, was haben wir vom Jäger bekommen? Ein neues KLFW. Aber sagen wir es kann. Schnittwunde. Dann haben wir die Schnittwunde nach Sturz. Am Bein nach Sturz vom Motorrad aus dem Stand. Liebe Grüße, Harry. Ach, der Wagner! Das ist eigentlich ein Einsatz für die BF. Einfach nur eine Schnittwunde behandeln. Und? Ich hoffe von Schnittwunden keine Ahnung. Morning, auf welchem Fahrzeug bist du drauf? Auf dem TLF. Wir sind ganz Springer, mussten aufs TLF gehen. Ja, da kann das Notarzt-TLF hinfahren. Das Notarzt-TLF? Entschuldigung, Hobby-Notarzt-TLF. Geht dann gehen wir mal zum RTW. Der Harry wartet da schon. Wirklich. Herr Wagner, RK-Notarzt. Gott sei Dank ist ein Erkaler vor Ort schon, also außer Dienst. Wo ist der eigentlich nicht? Der Harry? Keine Ahnung. Harry ist beim Imtouch. Der ist immer überall. Der ist jetzt beim Imtouch wieder. Was? Ist der nicht mehr bei der Pol? Nein, er ist beim Imtouch. Sag mal, der wechselt seinen Job öfters als seine Unterhose, kann das sein? Du kannst auch wieder zurück zum MTC, ich bin ja nicht mehr Chef. Gar nichts mehr. Ich bin ja nichts mehr Chef im MTC, also kannst du ja zum MTC zurückkehren. Scheißegal, ich mach doch gar nichts mehr. Nochmal, glaube ich. Ja, warte. Mir sind die roten Autos mit blauem Licht viel lieber als gelben Autos mit gelben. Oder manche meint, dass das Gelblicht dieselbe Wirkung hat wie blaues Licht. Reanimationspflichtig bräuchte ihr einmal dringend Unterstützung. Hast du kurz bei der BF vorbeifahren oder schick die BF rüber? Ich schick die BF vor. Ja, soll ich dir die BF schicken? Ja, wäre ganz gut. Ich brauche hier unbedingt Leute, die Regler animieren. So wie, ihr hättet ja gerade eine bewusstlose Person auch reinbekommen. Mögt ihr da mal ein HLF zur Unterstützung rumkommen, weil ich habe ja noch einen zweiten Einsatz jetzt. Weil der Kollege braucht laufende Reha, braucht hier noch ein paar mehr Hände. Also bei der gerade einer gekommen ist, genau, die bewusstlose Person, ja. Ja, bei 80, bei nicht bei 80, bei 91.07. Was, gib mir durch. Danke dir. AKK1 informativ, BF mündlich alarmiert. Sogar hier. Da winkt schon wer. Harry, was kannst du eigentlich? Ich kann gar nichts.
In Wahrheit hat mich die Frau Roberts bei dem Müllton vom Motorrad getreten und dann bin ich in Glasscheiben gefallen. Ach, du bist doch noch was. Ach, ja. Ach, Frau Roberts, warum tun Sie das? Robert, warum tust du das? Sie mag mich nicht. Warte, ich gehe rüber. Ich mach sowas nicht. Ich bin ein guter Mensch. Sie wollte zeigen, wie man Yoga macht und ich wollte nicht vom Motorrad untersteigen. Dann setz dich mal, dass ich mich angucken kann. Am Oberkörper irgendwie so ein bisschen. Hast du selber nichts mit? Du bist Notarzt. Nein, nein, ich habe gar nichts dabei. Ich will euch die Arbeit nicht wegnehmen. So? Sagt der Notarzt. Sagt der Notarzt des RKs. Sagt der ehemalige Chefarzt. Mann, und aktuell Meistermechaniker beim MTC. Haben wir es bald? Erneut! Erneut! Nein, ich bin als Leitung gegangen. Trotzdem heißt es nicht, ist egal. Dasselbe, so. So, willst du ein bisschen Hello Kitty oder willst du Winnie Pooh? Kein Winnie Pooh. Hast du auch Biene Maya? Hab ich auch. Oh, dann nehme ich Biene Maya. Bisschen hier Biene Maya da, bisschen da, sogar Biene Maya verbannt. Sehr geil, ich hoffe, dass auch Flip drauf, dieser Grashüpfer da. Warte, also sogar Willi ist drauf. Sogar Willi ist drauf? Ja. Ui. So, siehst du doch schon viel besser. Oh, siehst sehr du? Schön. Siehst du? Schön mit Maya, Willi und so da. So, kannst du auftreten? Geht das? Geht das nicht? Auftreten, ja, das war oberflächlich am Bein. Schienbeinhöhe linkes. Das ist gut. Linke Schienbeinhöhe und irgendwie am Oberkörper so ein bisschen wo genau. Weiß ich nicht, was war. Aber sieht ganz gut aus. Hat der gut gemacht. Ich war schon wieder fast in Nirvana. Gut, dann lasse ich dich mal hier. Ja. Oder willst du unbedingt mit? Nee, ich warte auf den Abschlepper noch. Achso, da ist doch einer. Motorrad. Nee, fürs Motorrad. Achso. Gut, dann fahren wir weiter, weil Kollege braucht schon Schalten, bei einem anderen Einsatz in NKV. Am besten eigentlich Notarzt. Aber naja. Viel Erfolg. Danke. So Notarzt meinst du? Ja, das wäre schon praktisch. Dankeschön. Bitte, Ari, ciao, ciao. Na, warte. Ja, KK1, Leasing 2. Kurz draußen, weil sonst drückt mir der Schädel. RKK... Alter. Ja, Frage, brauchst du Unterstützung NKV? Das wäre ganz gut, wie gesagt. Kompletter Körper, drittgradige Verbrennungen nach Verpuffung reanimationspflichtig. Oh! Ja. Leasing 2 auf Antwort. Muss nur alarmieren jetzt noch. Oh fuck, oh fuck, oh fuck! Alles gut bei dir? Ja, war nur eine Laterne. Da war. Nur die Laterne. Da war eine Bodenwelle gewesen, die mich halt ein bisschen hochgeschickt hat. Nee, achso, mach das schon wieder. War eine zu hohe. Da war eine ordentliche Bodenwelle gerade. Ja. I believe I can fly. Verbrennungen, dritten Grades schon, Verpuffung. Ah, ich verbrenne hier weg, ist mir egal. Ich hab Blaulicht. Ich hab Blaulicht, ich hab Signalhorn an. So, heck, gib Gas. Du hast alles. Ich hab alles. Verpuffung, gut, dass ich die Feuerwehr hingeschickt hab. Ja. Hoffentlich mit dem Notarzt TLF ausgerüstet. Ausgerückt. Unmöglich.
Voilà. Ich würde mal sagen, ich nehme noch einen Rucksack mit, weil die Füße da schon vor haben. Denke ich mal auch. Zieh aber meinen auch an. Ein oder alle Fehler. Den der Wagner hat, ne? Grüße dich, für dich zur Info, Patient, vermutliche Verpuffung beim Lagerfeuer am ganzen Körper, zweit- und drittgradige Verbrennungen, circa 10 Minuten Reanimation, jetzt beim zweiten Schock gerade den Rost bekommen, Kreislauf soweit erstmal stabil, wie er sagt. Person noch ansprechbar, Person nicht ansprechbar. Der Patient hat am Anfang rumgebrüllt, aber aufgrund seiner Verbrennungen im Gesicht habe ich gesagt, der soll mal bitte ruhig sein. Okay, gut. Ja, ich sag's wie es ist. Fast schon load and go. Let's go. Zack, load and go. Genau. Bin leider kein Notarzt, deswegen. Was ist sein Spitzname, was du das gehört? Das müsste der. Das ist dieser Mustache-Peppe. So, wollen wir mit Spineboard oder einfach schnell draufschmeißen und abfahren? Load and go! Load and go, alles klar. Ihr habt alle Mann 3-4 Ecken. Jo, ich hab. Alles klar, dann 1, 2, 3, hopp! Aber da er macht, du musst an. Er macht zu Lagerfeuer und dann den selber. Wunderbar. Gut, schnall ihn dir mal an. Ich habe ihn noch ein bisschen behandelt mit Brandtüchern etc. Stark und Römer. Ja, wir brauchen nicht unbedingt einen Binder machen, ich meine, was Größeres. Mhm. Wunderbar, jetzt alles gut. Gut, du kannst losfahren. Ja, mal, let's go. Weil wir sind 1, 3, 4, 5. Und was? 6, 7 Leute, oder? Ja, erstes Halbe mit durch. Lagemeldung. Eine reanimationspflichtige Person nach Lagemeldung. Reanimation war unterdessen schon erfolgreich. Ja. Oh. Ich schau schon hinter das Auto. Wegen Muskelzuckung. Mm. Oh, die Pole ist mal im Dienst. Mm. Das Gefühl. Fabian Schneider. Oh, Verletzungen. Willst du die Pole gleich mitschicken oder was? Nee. Ich setze da jetzt ein Minus hin, einfach mir egal. Zack. Alarmierung durchführen. Dass die Leute sich nicht benehmen können. Die Leute können sich überhaupt nicht benehmen. Willst du vorher noch tanken fahren? Ja, ich fahre jetzt erstmal rückwärts zur Tanke. Einsatzmäßiges Tanken ist das Beste, hätte ich gesagt. Security Touch. Warte. Oh, jetzt muss ich die Trage ja noch rausholen. Sonst kann ich nicht tanken. Ist doof. Blau tanken. Ich tanke blau. Ich tanke blau. Ist auch gut. Der Angelo. Ja, Grüße, ich muss weiter. Okay, viel Spaß. Wir müssen. Zwischenstopp. Ah, ich fahr jetzt über Rasen. Egal. Das scheiß Navi ärgert mich nur. Er hat ein bisschen Rasenmäher, hab ich gehört. Ja, manchmal. Bitte nicht nachmachen. Nein, tue ich nicht.
Außer es ist ein wichtiger Einsatz wie die Muskelzuckung. Eigentlich müsste ich da gar nicht erst blau hinfahren, das ist ja... In Wien fährt man ja alles blau. Eigentlich nur blau, ohne Signalhorn. Ja, das ist richtig, die Anschleichtaktik. Was auch immer die Kollegin vom Escort da gemacht hat. Keine Ahnung. Hippol! Hippol macht Platz, so wie sie es gehört. Sie existiert! Ich hab hier einfach. Hippol existiert mal. Einsatz auf der Wache, ja quasi. Blau einrücken. Aber noch beim ÖMTC. Also quasi blau einrücken für uns. So, wer hat wen auf die Schnauze gehauen? Einfach reinfahren und drinnen quer hinstellen, ganz fresh. Ey, die haben neues Clubmobil. Der Herder. Der Herder, wer hat aufs Maul bekommen? Ja, er ist von mir hat erstmal bekommen. Nee, nee, nee. Sag mal, Andreas, warum hast du deine Mitarbeiter nicht im Griff? Leimbus brennt. Komm mal, wer mein Kopfwascher? Ich gucke mal. Der Herr. Kann bitte die Mütze abziehen? Für die Zukunft, wir haben einen gebrennenden Kleinbus auch noch. Zur Berufswahl weitergeleitet. Kojafon, die sind nicht so schlimm, wie löscht den auch? Ich schiefe ein bisschen dagegen, dann löscht sie der wieder. So, jetzt geht. Haben sie einen Turban an. Ja. Yeah. Somit sollte jetzt eigentlich wieder alles gut sein. Danke sehr. Bitteschön, ich muss mal kurz mit denen reden. Sag mal, Andreas! Wer hier macht pst? Ist der brennende Klambus überhaupt? Andi? Marco, wart bitte ein bisschen. Also mal, warten, sagt er. Ihr bekommt jetzt von meinen neuen Clubmobile das, was ich nie reingekriegt habe. Weil ich. Er ist gerade sehr fasziniert mit seinem neuen Auto, sehr glücklich. Lass ihn nochmal seine 5 Minuten. 9290, Kleinbus brennt. Ja, Alarm, ich bin unterwegs. Mach du mal Alarm bei ihm. Schreibt er mir eine Nachricht oder soll ich machen? Der Marsch, den Marsch schickt schon. Das ist klasse. Das ist so. Das, was ich die ganze Zeit beantragt habe bei der Regierung, neue Clubmobile, auf einmal kriegt ihr sie. Eine bodenlose Frechheit. Naja, ich warte schon lange. Wieder sehr, schon. Sehr lange. Ja, rate mal, wer eigentlich versucht hat, die genau reinzukriegen. Richtig, ich. Also. Oh, reg ich mich jetzt immer der Chef auf. Was, ich geh jetzt aus dem Dienst. Keine Lust mehr. Ja. Tschüssi. Auf einem Schrottplatz. Was ist das, auf dem Schrottplatz steht? Ich fass es nicht. Haben sie jetzt eigentlich mal neue Clubmobile bekommen? Wie lange habe ich für neue Clubmobile gekämpft? Das weiß ich nicht, wie lange. Aber du siehst, alles ist möglich.
Muss sie nur lang genug aufregen über die alten Opel. Hat dann ich jetzt mehrmals gemacht. Ich hatte sogar ein gutes Gespräch mit Bürgermeister Baumann gehabt diesbezüglich und er hat zu mir was anderes gesagt. Das kannst du mit Aussage kannst du vergessen. Ja. Man muss nur ganz lieb fragen, ganz lieb und nett. Habe ich mehrmals. Ganz lieb und nett und mit Hundeblick und alles drum und dran anschauen. Hab ich getan, hab ich getan. Dann kriegt man's. Aber sie sind super, sie schauen echt geil aus, tut mir leid. Wenigstens fahren die jetzt besser. Mhm. Ich meine, es sind zwar trotzdem nur 2 Sitze, aber das wird geändert auf 4 Sitze. Ich glaube, du hast es immer nicht auf das denn? Ja, das sind neue Flugfahrzeuge. Oho. Aha. Seid ihr genug im Dienst? Ach ja. Ich glaube, ich weiß es jetzt gerade nicht, wie viel wir da sind. Fragen wir anders, ist irgendwas zu tun? Es gibt immer was zum tun. Perfekt, dann komme ich nicht in Dienst. Das würde ich ja schon fast Arbeitsverweigerung zählen lassen. Ja. Ah, es ist. Oh, der wegen lang dauert, bis das man es trotzdem gekriegt hat. Ich glaube, man macht schon. Wann ist mein Antrag? Mein Antrag ist, ich glaube, irgendwann im März, Februar oder März ausgegangen, glaube ich. Und jetzt haben wir Mai. Also es hat sowieso ein wenig länger gebraucht. Hey Marco! Grüß dich Marco. Hallo Marco. Ich wollte die ganze Zeit, war das ein Seat, der eigentlich rumläuft? Ich habe die ganze Zeit immer den Seat beantragt. Du meinst den Cupra? Den Cupra, ja, den Club, diesen Clubmobil habe ich mehrmals beantragt. Ja, jetzt ist halt der VW Passat geworden. Ja, das ist beides ein Kombi. Mach dann gleich später bitte mit dem Dienst, ne? Yeah. Ich weiß nicht, wie lange ich noch da bin, weil ich habe leider morgen leider andere Sachen zu tun. Ich habe gerade den praktisch neben dir gerade mit. Da. Müsstest mit wem anderes fahren, wahrscheinlich. Ah, da mache ich dann mit Philipp. Wenn er dann da ist. Also, gerade ist er nicht im Dienst. Aktuell habe ich nur noch ein RK-Mittel gerade im Dienst. Nur ich weiß, der tut sich noch. Ja. Geht uns drüber. Fahren die sich so wie unsere Passats, oder? Es sind die 220, ich weiß nicht, ob unsere, A220 sind oder ans Mittel, was ist jetzt mit euch? Wir haben ja die GTE-Dinger. Wir sind ja nicht die GTE. Ja, ich meine, gut, wir haben jetzt nur wegen auffrisiert. Wir haben jetzt bei allen drei einen Turbo nur reingekauft. Oh! Mehr ist ja nicht drin gewesen. Weder Motor oder sonst irgendwas. Soll ich mich sonst muten? Andi, soll ich mich sonst muten? Das ist ein Clubmobil, brauchen wir nicht tunen eigentlich. Ja, wir haben halt trotzdem das Kennzeichen auf schwarz-gelb. Ja, okay, ja, da schaut besser aus. Ich kann sonst Desktop Audio muten. Und ich glaube, Xenon-Scheinwerfer in weiß haben wir noch eine gehabt. Ich hab mich mal kurz rein. Achso, nee, warte mal, du hast ein Hintergrundgeräusch. Entschuldigung, ich hatte ein Hintergrundgeräusch, sorry. Bitte doch nicht auszufahren, da geht's gerade schwer. Braucht man das Auto Unterbodenbeleuchtung? Die von Wiggly da alle aus. Meine. Warum hat es der BMW Unterbodenbeleuchtung? Weil das kam. Bist nicht hinterfragt. Ich hab nicht hingeschaut, ich hab's nicht gesehen. Ganz einfach. Eine T-Shirt, ich hab's nicht gesehen. Was nicht gesehen? Aha, aufgefüllt habt ihr noch nicht, gell? Nein, haben wir noch nicht. Es war noch keine Zeit dazu. Das andere Ding ist dann wieder, mein lieber Marco, wir packen da. Wenn die Leute sowas machen. Es hat einen Am Stefan-Slab. Ich mach schon. Nee, alles gut, ich mach schon. Bising 2, ich schreib ihnen. Sag ihm, ich mach schon! Er macht schon. Ist bereits gemacht. Er hat's gemacht, oh Bayer. Verstanden.
Brennt da jetzt der Motor da bei dem an? Oh ja. Ich wünsche euch was. Was haben wir da? Hinter. Da. Verletzte nach Ausrutscher, bitte Antwort. Bitte Anfahrt. Nein, ich habe andere Sachen anzufahren. Es ist beim Cat Café. Pech, da kam einer vorher ran. Hat der mich? Der hat mich jetzt nicht wirklich angehobt, der Schwein, oder? Das war ein Ureinwohner. Nein, das war kein Ureinwohner, das war ein Mustang. Das war ein Ford Mustang. Ein echter. Na, ich glaub, also... Nein, glaub, so wie der gefahren ist, war das kein Ureinwohner, das war ein Einwohner. Hat er dich angehobt? Ja. Wenn ich diesen Mustang-Fahrer jetzt gleich beim MTC sehe, dann kriegt er von mir wirklich was zu hören. Ich so, das nächste Mal hupen sie mich nicht an welchem Einsatzfahrt ab. So. Schauen wir mal. Kennen wir doch. Passt. Standardeinsatz. Fiona Beam. Ich sehe sie schon. Hallo. Was soll das denn jetzt? Man gehört zur Scholz-Familie. Hallo. Das ist normal. Hallöchen. Hallo. Ich habe ihn heute das erste Mal Skateboard gefahren und von der Rampe da runtergefallen. Ich hoffe, du bist nicht gegen die Mauer geknallt, also gegen den Dom. Nein, nein. Auf das Holzding da. So Schmerzen. Mein Kopf tut weh, obwohl ich einen Helm auf hatte. Ja, brummt ein bisschen im Kopf. Habe ich abgesetzt. Okay. Irgendwie will ich gerade Schwindel, übel, irgendwas. Magst du mal kurz nochmal kurz am Kopf schauen? Ich glaube, im Kopf ist noch ein bisschen überklumpen, kommt ein bisschen Blut raus. Hm. Oh. Ja, mach ich schon. Das Verbändchen drüber. Ja, schwindelig ist mir nicht. Ich habe nur Kopfschmerzen. Ja, doch eine tiefe Kopfplatzwunde. Trotz Helm. Mm, lecker. Das sollte man sich im Krankenhaus anschauen. Ja, also der Standard für die Beam. Was? Kennst du schon. Was ist Standard? Immer noch schöner Blutdruck. Fahrt ins Krankenhaus. Ach so, ja, haben Sie meinen Zettel dabei? Ich habe den Zettel nie bekommen von den Kollegen. Ich glaube, den hat nur ein Kollege, glaube ich. Dann kriegen Sie auch einen. Ja, 3 eingerückt. Brandstadt Außerdienst. Hä? Wo ist der jetzt Außerdienst? Hä? Ja, okay, kann machen. Treppe? Doof. Ah, da ist eine Rampe. Ja, da ist eine Rampe. Fährst du mir damit mit Schritt hinterher? Danke. Ich würde dann schon mal vorfahren. So, ja. Frau Beam, einmal bitte Platz nehmen. Natürlich. Ein bisschen. Da schauen Sie mal. Ist wieder so breitbeinig da. Das ist nervig. Ja, glauben Sie mir, wir müssen es auch tun. Na dann. Angeschnallt. Wunderbar, gut dann. Let's go. Ich bin die Treppen. Das ist auch einfach mit den Treppen. Aber ich habe eine gute Nachricht für Sie. Welche? Ich war gestern kein einziges Mal im Krankenhaus. Das ist mal ein Wunder. Aber Wunder es war's passieren. Auch wieder. Wunder passieren. So, Platz. So. Informativ. Der B-Karte will es sich nicht einpacken können. Ah. Passt bei mir die Trage nach vorne. Passt. Ach, sie wollte doch nur vorne auf der Motorhaube sitzen. Ja, okay.
Dame, haben Sie irgendwelche Allergien auf Medikamente? Nein. Nein. Welche Vorerkrankungen? Nein. Schwangerschaft? Welche Medikamente, nein, die Sie in letzter Zeit eingenommen haben? Für was habe ich eingenommen? Medikamente in letzter Zeit? Nö, Medikamente nicht. Irgendwelche anderen Substanzen? Könnte sein, ja. Aber es ist auch dann nicht wichtig für den behandelnden Arzt im Krankenhaus, dass er ein Schmerzmittel während der Naht geben will. Das zu wissen. Okay. Wenn ich diesen Mustang-Fahrer von eben gerade erwische, Alter. Lass den Mustang-Fahrer doch in Ruhe. Alter, der hupt mich an, obwohl ich mit Blaulicht und Sirene fahre. Wenigstens ist er nicht in dich reingefahren. So eine Arschgeige. Schwarzer Mustang, vielleicht kennst du den. Ich habe keine Ahnung von Automarken. Ein Oldtimer, ein altes Auto. Ich weiß auch nicht, was ein Oldtimer ist. Mega, sieht alt aus. Kantig alt. Ich weiß nur, was ein Audi ist. Ja, das Ding hat 4 Ringe. Eine Frau möchte 5 Ringe. 4 davon sind am Auto. Mustang hat ein Pferd. So, Frau B. Dann, Schwester Rabiata ist wieder da. Gute Besserung. Bis später. Wahrscheinlich. Ich hoffe nicht. Gute Besserung. Dankeschön. Bitteschön. Guck mal, diese normale Sicht. Du dann gleich zum Ausrutscher noch. Das stimmt. Ich trage immer noch. Hab ich immer noch. Ja. Ich hatte es dann zum Ausrutscher schicken. Ja, schick mal durch. Ausrutscher, mach mal einen Sturz aus dem Ausrutscher raus. Ausrutscher. 3 verletzte Personen bei Lasertag. Ja, dann werde ich mal kurz den RKK 1. 3 verletzte Personen. Dann fahren wir lieber zu 3 verletzte Personen. Nein. Obwohl, ja. Nicht? RKK 1, wir sind 2. Ja, schau dich. Magst du bitte einmal bei dir abbrechen, einmal zum Ausrutscher fahren? Ja, ich breche ab. Ich klär das ab mit der EL, die steht neben mir. Wunderbar, wir fahren zum Lasertag. Lasertag. Passt. Status 1, schickt er mir einen Einsatz rüber? Jetzt kümmerst du dich drum. Wird gemacht. Ich hoffe, die sind alle. Ich hoffe, dass ich das nicht alle mitfahren müssen. Ja. Also musst du RKK 1 nachziehen. Wahrscheinlich. Solange es da leicht verletzt ist, sind die noch alles gut. Plätze haben wir nicht. Wir haben ja tendenziell 6 Sitzplätze hinten, oder? Also gesamt. Nee. Trage. Trage und einen hinten. Nee, wir haben nur 5, 6 Sitzen im. Ja, im. Ach, ja, du hast schon. Sehr gut. Ich schlage mal auch einen Rucksack auf jeden Fall. Ich zähle aber 4 Personen und keine 3. Wir kennen uns eh schon. Nein, ich hab nix. Ja, die schweren Verletzten zuerst. Ja, mir hat's über Fasel drüber gewickst. Mir tut der Fuß und meine Haut weh. Ich muss sitzen, ja. Ich schau mir mal die Hand an. Oder den Fuß. Ich schau mir mal den nächsten an. Guck mal dir mal den nächsten an. So. Ja, einmal ein paar Schöne rüber. Magst du zuerst? Na du, geil, wird dir schlimmer. Okay. Ja, ich was ist passiert da? Ja, ich hol schon mal die Trage. Trage! Das hab ich letztens auch bei einer Alten gesagt. Ja, dann gebe ich Ihnen eine kleine Bandage auf den Kopf, Achtung. Okay, danke. Ist schon besser? Ja. So, kommen Sie mal zur Trage. Der Herr, einmal zur Trage. Wollen Sie mit? Der Herr am Boden, bitte einmal zur Trage. Das passt schon. So, einmal bitte setzen auf zur Trage. Ah, wunderbar. Danke. So, dann weiter.
Kollege da drüben steht auch da, wie wenn er alles im Griff hätte, oder? Ich? Schau's nicht, du bist so ernst. Ja, aber doch, ist ja immer ernst. Ernst ist mit dritter vorne. Nein, das war schon. Achso, ernst? Wirklich? Was ist der dritte? Was ist der zweite? Das weiß ich nicht. Also Marco, das weiß ich nicht ernst. Zweimal, einmal Kopfprellung, einmal Kopfhundert, einmal nicht mitkommen wollen. Nicht wollen oder nicht müssen? Nicht müssen. Nicht müssen, okay, weil nicht wollen ist reverse unterschreiben. Ja, dann. Kostet denen jeweils 750 Euro. Ist er nicht wollen. Los, ist nicht müssen, nicht müssen. Nicht müssen, passt. Gut, aber er muss. Er muss, okay. Er muss. Den, den er wieder am schlimmsten erwischt hat, der muss. So, was machen wir jetzt, wenn ich. Gerne. Ja, Hilfe. Rainer. Marco. So, let's go. Wo daher? Haben Sie irgendwelche Allergien auf Medikamente? Der Herr? Einwohner. So, daher. Das sind wir schon. Super. Haben Sie irgendwelche Allergien auf Medikamente? Irgendwelche Medikamente, die Sie regelmäßig nehmen oder Vorerkrankungen? Nein, alles antiallergisch. Passt. Blutdrucktabletten habe ich mal genommen, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Nehmen Sie die immer noch? Ja, ein bisschen. Ab und zu. Ja, noch zu hohen oder zu niedrigen Blutdruck? Zu hohen. Okay. So, sagen Sie am besten, dass der Rabiata gleich, weil die steht schon für Sie bereit. Ja. Dann wünsche ich gute Besserung. Sie sind so gute Hände des AKHs. Super, danke schön. Bitte, Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir singen. So. Warum verletzen sich die Leute jetzt gerade so viel? Ich muss mal kurz den RTW sorgen. Einmal saugen, einmal waschen, einmal tanken, einmal Wartung.
mal alles mitnehmen. Erwartung muss ich beim Intouch machen. Ja. Also nein, im Dienst. Ah, da kommt sie. Wer kommt? Der Gonzi ist im Dienst gegangen. Moment. So. So, RKK 1, Status 1 am Krankenhaus. Falls möglich, würde ich die Patientin wieder zurück ins Kettcafé bringen. Kommen. Könnte man machen, Krankentransport. Agonzi? Ja. Wie teuer war ein Krankentransport ohne Blau? Ich hab keine Ahnung. Hast du mal Glück, kannst du gratis fahren. Ja, so verstanden. Die Pool kann auch mal fahren. Mit seiner Dame haben sie dort eingekauft. Ja, Duty Free, ja. Keine, ja, genau. Was, ist günstiger. Ja, immer Kaffee. Leitung, Leitung. Leasing 2, Status 6 für MTC. Oh, der Hermes. Ja, oh, der Angelo, Rettung, der Hermes. Ne? Der Hermes. Willst du machen eine große Eilung, ne? Ja, Reparatur. Ja, nee, hier, da, von dem wieder, ja. Ja, sehr schön, ja. Hast du es kaputt gemacht, dein Auto, oder was? Nö. Uhrenwohner machen es immer kaputt. Wow, okay, musst du schlagen, die Uhrenwohner, weil sie kaputt machen. Darf ich nicht im Dienst. Ja, ich geh mal kurz nehmen. Servus. Servus. Einmal Wartung. Vom schönen RTW. Jawohl, schauen wir uns gleich an. Jo, wunderbar, danke. Oh, halt die Kamera, Gottes. Beziehungsweise auch Laternen kommen mal vorbei. Knutschen mich. Ja, nein, das super. Hinterher. So. Und passt alles, Angelo? Ja, das passt. Ich geh mal zu meinem RTW. In meinem Blick an. Ja, gehst du in den RTW, ja. Oh, da Bruder kommt, das ist ein Schau. Weiß ich, das ist ein Auto. Ist so das Auto, was ich sehe? Ja.
Die auch mal anlehnen, so frech. Nein, nein, nein. Das ist ganz schwierig. Jawohl, ganz passt. Schwierig. Passt, danke. Wieder schon. Mal nur eine kleine Frage, der Fahrer von dem Mustang, ist der gerade hier noch irgendwo? Was hast du gesagt? Ist der Fahrer von dem Mustang hier? Mit dem möchte ich gerne mal reden. Wer fährt da bitte mit dem RTW ich über sämtliche Haltelinien? James, bleibst du dann kurz am RTW? Ich frage mal. Nein, das ist nicht sein Auto. Weil den muss ich mir mal kurz zur Brust nehmen. Der hupt mir hinterher. Ich fahre mit Blaulicht und Signalhorn über eine Kreuzung ganz normal wie sonst auch. Und der hupt mir hinterher, als hätte ich ihn geschnitten. Der hört was von mir. Erneute Frage: Wer fährt mit dem RTW über sämtliche Haltelinien? Naja, der Leasing 2 kann es nicht sein. Der ist beim MTC. Fehlt nur noch der RKK 1. RKK 1 haben wir. Ich glaube, es klingt eh nichts, Hermes? Ja? Ist das dein Mustang da drin? Ja, ist meine Mustang, ja? Warum hupst du mir hinterher, wenn ich mit Blaulicht fahre? Ja, weil du mir genommen hast, Vorfahrt. Ja, ich darf, ich hab Blaulicht, natürlich darf ich dir dann Vorfahrt nehmen. Ich sehe nur, Auto fährt mir vor, ich muss hupen. Ja, aber Blaulicht-Signalhorn heißt, ich habe Vorfahrt. Ja. Und ich habe gehupt zu dir, sagen, der Hermes ist da. Ja, der Hermes ist da, ich hab's verstanden, krass. Und ein RTW vor mir ist mit Blaulicht und Horn Richtung Autobahn gefahren. Moment. Ja, das bin ich. Es kam mir nur so vor, als wäre irgendein RTW dort über sämtliche Haltelinien gefahren. Gonzi, was für ein RTW siehst du? Oder hast du gesehen? Nicht aus wie ein KTW, es sah aus wie ein RTW. Rotkreuz oder Berufsrettung? Ja, konnte ich nicht klar erkennen. Sah aus wie Rotkreuz. Also der Sprinter Rotkreuz, okay, komisch. Weil, wie gesagt, RKK 1 ist mit dem Zivi-Bomber und ich stehe mit dem Mercedes Berufsrettung gerade beim MTC, also. Hast du ihn zur Sau gemacht? Das war der Hermes, den kann ich nicht zur Sau machen. Er hat nur gesagt, ja, ich hupe, weil du weißt, Hermes ist da. Also eine Aussage. Bitte. Können Sie mal schauen, da was bei dem Auto beim Service zu machen ist? Oh ja. Einfach. Wir können nehmen ein Tablet. Dann können wir es noch. Ja, ich bin Lehrling, kein Mechaniker. Ja, Herr Eigentümer. Ja, im Grunde genommen, wann Service zu machen ist, es eigentlich alles. Ah, okay. Einmal alles und einmal mit dem Werkzeugkasten auch noch drüber am Ende. Genau das. Genau. Einfach alles machen wir. Ah, Simon, wie hoch ist gerade die Wiesbauer Rechnung? Noch Moment. Jo, einmal bitte ausstellen. Okay. Jetzt schon oder was? Jo. Bevor Andi kommt. Bitte schön. Ja gut, das ist ja nur lang hin bis Ende des Monats drum. Warum war jetzt so?
zoom. Ist auch eingetragen, ja, dass passt. Die Rechnung beglichen wurde. Passt. Rechnung wurde begleicht. Andere blöde Fragen. Ich war ja damals beim Begräbnis vom Unmut nicht dabei. Weißt du nur, wo das Grab ist? Das Grab ist in der alten Stadt. Hier in der neuen ist es nicht rübergekommen. Ach so, scheiße. Okay, aber doch. Ist einfach. Soll ich den Umzug grundsätzlich nur Börsencrash ist ja. Nein, wir haben ja eine komplett neue Stadt bekommen. Okay, ja gut. Somit leider nicht mehr vorhanden. Na gut, scheiße. So, Fahrt zur Fahrt. La 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 la. Hier schon wieder zum letzten. Jawohl, verstanden. Einsatz. Abschleppung. Abschleppung eines Kfz. Postleitzahl 5007. Es rücken aus. Engel 24. Ach Gott, die haben auch eine Wachdurchsage. Oh Gott. Wir haben auch, der Ümtatsch hat auch die Wachdurchsage. Okay. Okay.
Auto oder so angemacht. Noch mal Praktik. So. So, meine Herren, sollte alles wieder funktionieren und alles wieder frisch und neu sein. Wunderbar, ich danke. 70196. Das ist schon mal wissen. 70196 ist die Dienstnummer. Jawohl, ist notiert. Die doch, Rechnung danke. Kommt. Ja. Kriegt der Kommandant, ich weiß. Ganz das, genau. Danke. So. So, du müsstest gleich woanders mitfahren. So, warte mal. Da. Du bist jetzt weg, hab ich dich überstanden? Ja, ich gehe tatsächlich gleich weg. Dann werde ich mich einfach zum Arsenal. RKK. Ne, Entschuldigung, Arsenal 1, die sind 2. Kommen Sie. Frage, wann bist du wieder in der Wache? Ein paar Minuten. Ja, für dich zur Information, Praktikant Maschti würde auf dein Fahrzeug kommen. Ja, verstanden. Leasing 2 AD. So, dann, schön, schöne Schicht noch. Adieu. Schönen Feierabend. Wunderbar. So, mit denen, zack, Fahrzeug verlassen. So, Cut, Ende, Schluss. Für heute nach fast 2,5 Stunden. Bisschen leichte Ekstase, bisschen Leichtkram heute mal. Jetzt nicht so die großen Einsätze, nicht so das Großartige. Leider kein C9, wie man nachgefragt hat. Leider nicht. Aber Gonzi wäre jetzt eigentlich im Dienst. Er ist Pilot, aber gerade jetzt nichts Großartiges mit einem C9. So, ich beende den Stream für heute. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Man sieht sich wieder. Nächsten Sonntag zu Paddel am Sonntag. Wieder um 18 Uhr. Somit schönen Start in die Woche. Genießt den letzten Stunden des Wochenendes. Ich bin raus. Haut rein und auf Wiedersehen.